Überraschung! Ja, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet bei den anderen Projekten und habe mir somit ein bisschen Zeit freigeschaufelt, um euch jetzt schon den zweiten Part der Episode präsentieren zu können. Also, herzlich willkommen zurück. Was bisher geschah? Laut Friends... Jon hat uns in einem etwas ungünstigen Zeitpunkt mit Professor Zaidi erwischt und will uns nun seiner Familie vorstellen. Rein freundschaftlich natürlich. Aha. Als ob. Wir kriegen langsam Schnappatmung, weil wir noch kein Thema für die Abschlussprüfung parat haben und die Zeit immer weiter drängt. Chani mutiert währenddessen zur illegalen Einbrecherin und versucht sich nun im Urbex. Außerdem scheint unsere Zimmernachbarin Probleme mit ihrem Menstruationszyklus zu bekommen. Blöd jetzt. Nach dem ersten Kurs begegnen wir auf dem Campusgelände Rosa und jetzt gucken wir mal, was sie uns so zu sagen hat. Denn wir haben ja auch herausgefunden, dass es in dieser Episode auch um geheimnisvolle Bekenntnisse gehen soll. Und wir wissen auch, dass Rosa seit mehreren Episoden etwas wehmütig wird, wenn man sie auf Lee anspricht. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, um ein bisschen mehr zu erfahren. Hallo Chani, hallo Valkyria, wie geht es euch? Oh, Rosa, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Wir sprachen gerade über... Sag mal, hättest du kurz Zeit? Ich müsste mit dir reden, es ist wichtig. Klar, alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Ich wollte dich nur einen Moment sprechen. Klar, Chani und ich sind auf dem Weg in die Mensa. Komm doch mit, dann können wir dort reden. Oh, nein, das machen wir nicht. Sollen wir zwei in den Park gehen? Ja, Chani, tut mir leid, wir sehen uns später in der Vorlesung. Okay. Oh, kein Problem. Bis später. Ich sah Chani nach, die in Richtung Mensa ging. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, aber ich merkte, dass Rosa mit mir allein sprechen wollte. Wenn ich recht darüber nachdenke, Chani redet zwar häufig von ihrer Mitbewohnerin, aber ich sehe die beiden nie zusammen. Ich habe den Eindruck, auf dem Campus ist sie meistens bei mir. Ich drehte mich wieder zu Rosa um. Ist wirklich alles in Ordnung? Du bist ganz blass. Lass uns lieber nicht hier reden, wo uns andere hören können. In Lees Geschäft gibt es einen Lagerraum, in dem wir ungestört sind. Allmählich machst du mir Angst. Hast du dort auch etwas zu essen? Ich muss danach nämlich direkt wieder in die Vorlesung. Chani erzählt sicher nichts weiter. Du kannst ihr vertrauen, sie ist mittlerweile eine wirklich gute Freundin von mir. Chani hat nur mit der ganzen Sache nichts zu tun und wenn Rosa sich nur uns anvertrauen möchte, dann muss man das halt auch akzeptieren. So, aber sie macht mir wirklich Angst, allein dieses, wollen wir in den Lagerraum gehen? Da sind wir ungestört. Lass uns keine Zeit verlieren, komm. Jetzt habe ich wirklich Angst. Valkyria! Entschuldige, gehen wir. Eilig verließen wir das Unigelände durch das Haupttor. Unterwegs sagte Rosa kein Wort und kaute an ihren Nägeln. Alexei hat gesagt, er kommt auch dorthin. Okay, alles klar. Ist es wirklich so ernst? Allmählich fange ich wirklich an, mir Sorgen zu machen. Nein, aber ich erzähle dir gleich alles. Ja, schon gut. So, was ich mir jetzt sparen kann, ist das Herumgelaufe, denn ich habe Tantchen bereits... Na, wer hätte es geahnt? Verpasst! Yay! Und wie das Ganze? Ganz einfach, ihr findet Tantchen. Direkt am Anfang, wenn ihr die Alarmanlage im Café anmachen wollt, dann geht ihr einfach nochmal in die Küche und da ist Tantchen. In dem Zeitpunkt habe ich aber noch nicht daran gedacht. Also, oh Wunder, Valkyria hat mal wieder nicht die Tante getroffen. Aber das ist auch nicht so schlimm, denn das, was sie uns geben möchte, finde ich jetzt auch nicht so toll, dass man es unbedingt haben muss. Oh, wo steckt der bloß? Er hat gesagt, in 5 Minuten wäre er da und jetzt sind es schon 10. Keine Sorge, du kennst doch Alexei. Ja, aber ich würde mich gern mit euch unterhalten, bevor es im Laden richtig voll wird. Warum ist es dir so wichtig, dass uns niemand hört? Lass uns noch kurz warten, er kommt sicher gleich. Ja, da hast du recht. Ich stresse mich völlig grundlos. Wir warten einfach im Laden auf ihn. Rosalia ging als erste hinein und ich folgte ihr. Im Moment waren erst 2 Kundinnen im Laden und es war noch ziemlich ruhig. Oh mein Gott! He's there! Und er hat ein Schleifchen im Haar. Lee, mein Freund, du
hast dich wirklich kaum verändert. Sind das da rote Haare im Ausschnitt? Mein Gott, diese beiden Brüder nehmen sich wirklich nichts im Thema Aussehen. Tja. Hallo, Valkyria. Lange nicht gesehen. Lee! Oh mein Gott! Ich umarmte ihn stürmisch. Lee! Oh, endlich! Rosalia redet ständig von dir, aber wir haben es bisher nicht geschafft, uns zu sehen. Knuddeln! Ich bin nicht... Mir fiel auf, dass er meine Umarmung nicht erwiderte und Rosalia mir einen fragenden Blick zuwarf. Ich ließ ihn sofort los. Entschuldige, das sind die Emotionen. Es ist immer noch komisch für mich, die alten Freunde wiederzusehen. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Ich bin bloß so ein Verhalten nicht gewöhnt, aber ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Ich wurde vor Verlegenheit rot. Es ist, als wärst du nie weg gewesen. Zu Hause höre ich ständig von dir. Wirklich? Klar, schließlich muss ich irgendjemand von unseren Missgeschicken erzählen. Ich drehe mich zu Lee. Also sind sie immer noch zusammen, das ist schon mal gut. Ich habe das mit deinen Eltern gehört, es tut mir sehr leid. Ich spreche ihn lieber nicht auf seine Eltern an und rede lieber über ein unverfänglicheres Thema. Wenn Angehörige sterben, bin ich immer etwas ungeschickt mit Worten. Aber es gehört sich einfach, sein Beileid auszusprechen. Oh, ja. Das war nicht so leicht. Entschuldige, ich hätte nicht davon anfangen sollen. Nicht schlimm. Rosa legte ihm sanft eine Hand in den Nacken und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Ich wandte den Blick ab. Ich hatte wirklich Talent, in Fettnäpfchen zu treten. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Fettnäpfchen ist, aber ich finde trotzdem, dass Beileidsbekundungen bei den Angehörigen einfach Pflicht sind. Es gehört halt dazu, auch wenn es schwierig ist, das in Worte zu fassen und das anzusprechen. Die Narben, die sind sowieso erst Jahre später verheilt, wenn überhaupt. Entschuldig mich jetzt bitte. Ich glaube, meine Kunden brauchen mich. Lee ging weg und ich sah Rosalia an. Sie schaute nervös auf ihr Handy. Immer noch nichts Neues von Alexei? Nein. Ich werde versuchen, ihn anzurufen. Holla! Alexei betrat strahlend den Laden. Er war nicht allein. Hallo. Oh, Pia ist auch mit dabei. Ja, moin. Was ist das für ein Geheimnis, von dem niemand was erfahren darf? Oh, Alexei, das kann doch nicht dein Ernst sein. Aber ich glaube, Alexei hat da etwas falsch verstanden. Ich bin heute wirklich gut drauf. Oh, und Lee ist auch da. Den habe ich ja ewig nicht gesehen. Hallo, Lee. Lee war an der Kasse beschäftigt. Er winkte Alexei zu und wandte sich dann wieder seiner Arbeit zu. Hallo, Valkyria. Er ist seit heute Morgen nicht zu halten. Pia hatte geflüstert, während Alexei von einem seiner Missgeschicke mit Morgan erzählte. Das kann man jetzt auch leicht falsch deuten. Ich glaube, Rosalia wollte sich in Ruhe mit Alexei und mir unterhalten. Was ist bloß in ihn gefahren? Oh, verstehe. Ups. Alexei war davon überzeugt, wir würden shoppen und etwas essen gehen, um uns dabei den neuesten Klatsch und Tratsch zu erzählen. So hatte es mir jedenfalls angekündigt, als er vorgeschlagen hat, dass ich mitkommen könnte. Also, Rosa, du... Mein Gott, guck mal die Jacke! Die muss ich unbedingt ausprobieren. Bin gleich zurück. Oh, Alexei, du Trampel. Ist er immer so? Nein, ich glaube, für dieses Verhalten bist eher du der Auslöser. Ich sah zu Rosa hinüber, die Alexei verdutzt beobachtete. Der war bereits damit beschäftigt, verschiedene Sachen auszusuchen, die er anprobieren wollte. Boah, Rosa, guck mal die Schuhe hier. Oh, die musst du unbedingt beim nächsten Mal anziehen, wenn wir abends weggehen. Ja, klar. Okay, ich habe 2-3 Teile ausgesucht. Nehmt ihr nichts? Ich probiere die Sachen kurz an, bevor der nächste Kurs anfängt. Wir reden auf dem Rückweg, okay? Oh, Alexei. Oh. Kein Problem. Alexei, ich glaube, Rosa wollte in Ruhe nur mit uns beiden reden. Rosa, sag es ihm. Ja, wir wissen ja selbst noch nicht, was los ist. Es tut mir leid, Pia und Morgan. Nein, kein Problem. Oh, warum? Was ist denn los? Nichts. Ist schon gut.
Ich werde Pia und Morgan wohl kaum wegschicken, jetzt wo sie einmal hier sind. Ich wollte euch nur sagen, dass Lee wieder in der Stadt ist, euch damit überraschen und etwas mit euch trinken gehen, aber... Aber? Rosa sah mich an und nickte mir unauffällig zu. Sie gab mir so zu verstehen, dass ich lieber nichts sagen sollte. Oh, super! Aber ich verstehe nicht, wieso Morgan und Pia dann nicht auch dabei sein können. Nein, es ist nur eh... Ich wollte euch zur Feier des Tages einen Rabatt auf die aktuelle Kollektion geben und ich weiß nicht, ob Lee das für alle tun kann. Ich glaube, das ist jetzt nur eine Ausrede. Oh, keine Sorge. Ich wollte nichts kaufen. Rosalia lächelte flüchtig und wich unseren Blicken aus. Ich könnte schwören, dass sie uns nicht deshalb herbestellt hat. Yes, oh, danke, du bist die Beste! Alexei fiel Rosalia um den Hals und küsste sie auf die Stirn. Oh, ich werde den ganzen Laden leer kaufen! Rosa lächelte und sah Alexei nach, der sich auf die Klamotten stürzte und Morgan dabei an der Hand hinter sich herzog. Wir können euch auch gerne allein lassen, Rosa. Du brauchst nicht nach Ausreden zu suchen, wir sind schon alt genug. Das ist lieb, Pia. Danke. Aber wir haben eh nicht mehr viel Zeit, es ist also nicht so schlimm. Anstatt zu antworten, lächelte Pia nur. Dann ging sie zu den Jungs, die mittlerweile bei den Umkleidekabinen angekommen waren. Rosa, ich mache mir allmählich wirklich Sorgen. Sonst stört es dich nicht, wenn Pia dabei ist. Gut, dann sehen wir uns ein andermal. Oh. Du machst dir wirklich umsonst Sorgen. Willst du mir nicht wenigstens einen Hinweis geben? Nur damit ich mir nicht ganz umsonst Sorgen mache? Rosalia seufzte, dann flüsterte sie: Ich wollte mit euch über meine Mutter sprechen. Crystal? Die beim Musical arbeitet? Ja, ich habe nur eine Mutter, Valkyria. Stimmt. Und geht es ihr gut? Ja, offensichtlich ja nicht, oder? Ja. Es besteht vielleicht eine Möglichkeit, dass ich mit ihr für ein Musical zusammenarbeite. Als Kostümbildnerin? Ja, genau. Aber das ist doch toll. Psst. Behalte es erstmal für dich. Oh, ja, entschuldige. Gut. Wir reden ein andermal weiter. Jetzt nutzt die Gelegenheit und such dir ein Outfit aus, das dir gefällt. Alles klar. Ich entdecke gleich mehrere hübsche Outfits, darunter einen Rock mit Hosenträgern und eine weiße Handtasche. Ein Jumpsuit, der zusammen mit ein paar roten Schuhen im Schaufenster ausgestellt war. Darunter eine Jeans und eine khakifarbene Jacke, die ich auf Anhieb toll fand. So. Ich glaube, an dieser Stelle ist es definitiv wichtig, welche Outfits wir nehmen. Und zwar gehen wir mal ganz kurz auf die Startseite. Die Outfits sind also diese hier. Das ist definitiv die khakifarbene Jacke und die Hose. Das würde ich allerdings eher bei Nathaniel und, wenn er auftauchen sollte, auch für Castiel nehmen. Das Ganze hier ist ein bisschen verspielter. Das wäre wahrscheinlich eher was für den Welpen. Und das Outfit hier, dieser Jumpsuit, das gefällt mir eigentlich nicht. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass das hier das Outfit ist, das wir später brauchen werden. Ja, da muss ich das wohl nehmen. Also den Jumpsuit. Schade, schade. Oh, was mache ich hier? Universität. So, also nehmen wir den Jumpsuit zusammen mit den paar roten Schuhen, die im Schaufenster ausgestellt sind. Ach ja, guck mal. Wenn man die Auswahl hat und man weiß, dass man mit Professor Zaidi anbändelt, dann kann man das hier eigentlich wirklich schon ausschließen, denn das ist definitiv für Nathaniel und wenn er denn auftaucht, dann auch Castiel. So, also nehme ich den Jumpsuit. Ich begleite die anderen zur Kasse. Wir zahlten und unterhielten uns noch ein bisschen mit Lee. Dann machten wir uns auf den Weg zur Uni. Das war ja ein kurzer Ausflug und nicht wirklich... Ach, komm schon. Informativ, was Rosa jetzt... Ich weiß nicht, ich meine, klar, es ist eine tolle Gelegenheit, dass sie mit Crystal zusammenarbeiten kann.
und jetzt auch Kostümbildnerin ist. Ich bin übrigens auch sehr froh, dass es Crystal gut geht. Ausnahmsweise mal kein Drama. Aber da muss doch noch irgendwas anderes sein, oder? Na gut. Lee scheint es gut zu gehen. Ja, im Moment läuft alles gut. Wir sind froh, dass wir den Laden behalten haben. Wolltet ihr ihn abgeben? Wir haben ein bisschen überlegt, weil ich erst nicht wusste, ob ich weiter hier studieren sollte. Dann hat mich Lee dazu ermutigt, es zu tun und wir sind geblieben. Das war die richtige Entscheidung. So konnten wir uns hier wiedersehen. Wo wärt ihr denn sonst hingegangen? Nein, das war die richtige Entscheidung. Das stimmt. Jedenfalls ist es toll, dass du einen Freund hast, der dich zum Studium ermutigt. Ich kenne Profs, die das Gegenteil tun. Wie meinst du das? Manche Professoren verwirren ihre Studentinnen mit weit geöffneten Hemden und feurigen Blicken und das mit Vorliebe außerhalb des Campus. Ah, shit. Ja, cool. Jon hat also den Schnabel nicht gehalten und hat Alexei und Morgan eingeweiht. Schön. Meinst du mich und Professor Zaidi? Redest du von Melody? Was genau versuchst du damit zu sagen? Also, ich habe gehört, Professor Zaidi und du, ihr habt euch nach Feierabend im Dunkeln im Café umarmt. Was? Woher hast du das denn? Oh nein! Das musstest du jetzt ausgerechnet vor allen rausposaunen? Alle blieben stehen und sahen mich überrascht an. Alexi, du übertreibst ein bisschen. So hat das Jon nicht gesagt. Cool. Morgan war also auch dabei. Oh Wunder. Jon? Das hat euch Jon erzählt? Was soll das denn bitte? Ich werde gleich zu ihm gehen. Ich glaube, ich spinne. Und was genau hat er gesagt? Er hat gesagt, er sei ins Café gekommen, um dir zu helfen. Und Professor Zaidi und du wärt euch sehr nahe gewesen, näher als es sonst für einen Prof und seine Studentin üblich ist. Mein Magen verkrampfte sich. Jetzt wusste ich, was Professor Zaidi gemeint hatte, als er von Gerüchten sprach, die sich im Nu verbreiten. Stimmt das? Ist er mehr als nur dein Prof? Nein, er ist nur mein Prof. Ich weiß es nicht. Er ist nur mein Prof. Und wie erklärst du dann, dass Jon euch in so einer zweideutigen Situation überrascht hat? Ich habe keine Ahnung. Wir haben uns einfach nur unterhalten. Alexei? Was? Du schmückst das, was Jon gesagt hat, nicht zufällig noch etwas aus? Ah, vielleicht ein bisschen. Wir haben uns einfach nur unterhalten. Einfach irgendwas behaupten, um die Wahrheit herauszubekommen. Eine tolle Strategie, Alexei. Von wem habe ich das nur gelernt? Rosalia klopfte ihm lachend auf die Schulter. Wow. Und jetzt komm, sonst verpassen wir noch den Beginn der nächsten Vorlesung. Morgan zog Alexei an der Hand hinter sich her in Richtung Campus und Rosalia folgte ihnen. Sie winkten mir zum Abschied zu. Nur Pia war neben mir stehen geblieben und lächelte. Der Prof für Kunstgeschichte also. Ich musste an unseren Kunstlehrer auf dem Gymnasium denken. Er erinnert mich an Patrick. Nein, das würde ich mich nie trauen. Du musst zugeben, er sieht echt gut aus. Rein theoretisch sind wir ja noch ziemlich weit am Anfang. Ich würde es jetzt einfach übereilt finden, wenn wir jetzt gleich sagen, ja, ich fange voll was mit unserem Prof an. Blub. Nee, das mache ich nicht. Ich mache jetzt erstmal einen auf scheinheilig und sage, dass ich das niemals tun würde. Oh! So brav. Das kann ich kaum glauben. Er ist mein Prof. Man weiß nie. Manchmal wirkt die Gefahr anziehend. Die Gefahr? Du weißt doch sicher, dass man wegen so einem Verhältnis von der Uni fliegen kann. Ja. Du hast leider kein Bild erhalten. Schade, schade. Dann hätte ich doch sagen müssen, ne? Du musst zugeben, er sieht gut aus. Gut, wegen dir komme ich noch zu spät. Wir sehen uns später. Sie ging weg und winkte mir zum Abschied zu.
Ich sah auf die Uhr meines Handys. Mir blieben nur 5 Minuten, um Jon zu finden, bevor die nächste Vorlesung begann. Als ich den Kopf hob, sah ich, wie von allen Seiten Studenten zu ihren Vorlesungen eilten. Ich werde Jon niemals rechtzeitig finden. Ich sollte ihm lieber eine Nachricht schreiben. Ich schrieb, hast du heute irgendwann Zeit? Wir müssen reden. Oder, hast du Alexia und Morgan erzählt, dass zwischen meinem Prof und mir etwas läuft? Nein, wir müssen reden, ich möchte das gerne persönlich mit ihm klären und nicht eine total übertriebene SMS schreiben von wegen, oh mein Gott, was hast du getan? Obwohl wir gar nicht wissen, was er denn wirklich getan hat. So. Ich machte mich auf den Weg zum Gebäude für Kunstgeschichte. Mein Handy vibrierte. Jon hatte geantwortet. Ich habe 2 Stunden Vorlesung und danach bin ich in meinem Zimmer. Dann können wir uns sehen, wenn du willst. Ist alles in Ordnung? Ich antwortete ihm augenblicklich und nach einem Hin- und Hergeschreibe verabredeten wir uns schließlich für den Nachmittag. Ich ging zum Gebäude für Kunstgeschichte. Der Kurs für persönliche Entwicklung fing gleich an. Er war zwar freiwillig, aber ein paar zusätzliche Punkte könnten mir im Semesterende nicht schaden. Das ist wohl wahr. So, und jetzt brauche ich gar nicht mehr herumlaufen, denn wie gesagt, Tantchen habe ich eh schon verpasst. Eieiei. Hä? Hallo? Soll ich jetzt hier nicht so... Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Hä? Ich soll doch nach oben zum Kurs für die persönliche Entwicklung, oder nicht? Warum funktioniert das dann nicht? Ah! Hallo? Konntest du mit Rosa sprechen? Ich musste wieder daran denken, wie wir Chani vorhin von unserem Gespräch ausgeschlossen hatten. Nein, wir hatten keine Gelegenheit, in Ruhe zu reden. Entschuldige nochmal wegen eben. Ich wollte dich nicht ausschließen. Ich verstehe das. Ihr seid schon lange befreundet und wir kennen uns erst seit kurzem. Nein, das ist es nicht. Keine Sorge. Falls du zum Kurs für persönliche Entwicklung möchtest, der wurde in die Bibliothek verlegt. Oh, danke. Wir sollten uns lieber beeilen. Der Kurs hat sicher schon angefangen. Ich wollte ehrlich gesagt nicht hingehen. Ich nutze die Zeit lieber, meine Expedition heute Abend vorzubereiten. Ich werde mir das Haus ansehen, um sicherzugehen, dass es tatsächlich leer steht. Okay, wie du willst. Aber pass bitte auf dich auf. Bist du sicher, dass du nicht mitkommen willst? In deiner Gesellschaft geht der Kurs schneller vorbei. Alles klar, bis später. Oh. Ach, du bist wirklich lieb. Aber weißt du, wenn ich mir etwas vorgenommen habe, muss ich es auch in die Tat umsetzen. Ich bereite also lieber meinen Ausflug heute Abend vor. Viel Spaß beim Kurs. Alles klar, bis später. Ich muss jetzt in die Bibliothek gehen. Hier ist fast niemand mehr. Alle scheinen schon in ihren Vorlesungen zu sitzen. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass sie hergekommen sind, aber ich kann nicht. Wer ist das? Wer ist das? Die sieht voll gut aus. Warte mal. Dieses Gesicht, diese Augen. Denkt euch mal lange, lockige Haare. Ist das Jelins Mom? Okay, wie spreche ich Jelins Mom? Cullen, sollte ihre Antwort negativ ausfallen, habe ich leider den Eindruck, dass sie es im Gegenteil nicht zu schätzen wissen. Wer... I know. Und sie wissen, dass sie ein wichtiger Sponsor des Studiengangs für Kunstgeschichte sind. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Studiengang ohne ihre Unterstützung im kommenden Jahr noch anbieten könnten. Ich denke, ich kann sicherlich andere renommierte Universitäten finden, an denen die Professoren ihre Vorlesungen nicht wegen eines Migräneanfalls oder irgendeinem Liebeskummer einfach absagen. Meint sie damit Professor Zaidi? Dieses Problem ist geklärt. Und ich... Der Direktor sah mich an. Ich war unbewusst stehen geblieben, um ihnen zuzuhören. Lassen Sie uns in meinem Büro weiter diskutieren. Ich kenne Sie, Cullen. Sie werden wieder einmal versuchen, mich vor Ihrem Gemälde von Klimt zu besänftigen. Aber dieses Mal gebe ich nicht nach.
Sie wollen den Studiengang für Kunstgeschichte einstellen? Sie scheint zu den Investoren der Uni zu gehören. Sie sind eine Frau mit Geschmack, Sybil. Sie wissen zu schätzen, was... Sie ging ein Stück weg, sodass ich sie nicht mehr hören konnte. Ich sah auf die Uhr meines Handys. Ich war schon mehr als 10 Minuten zu spät. Peinlich! Hä? Die Vorlesung hat noch nicht angefangen. Wie es aussieht, ist die Prof noch nicht da. Ugh. Der Raum war noch nicht besonders voll. Bisher waren nur etwa 15 Studenten da. Ich setze mich allein an einen der hinteren Tische. Gerade als ich mich gesetzt hatte, kam die Professorin herein. Hallo zusammen! Wie ich sehe, sind ein paar von Ihnen motiviert genug und kommen auch weiter zu meinem Kurs. Ich wage zu hoffen, dass das nicht nur an den zusätzlichen Punkten liegt, die Sie für die Teilnahme am Semesterende bekommen. Ich senkte den Blick und starrte auf meine Schuhe unter dem Tisch. Also ich setze mich hier hin. Neth? What the fuck? Was machst du in unserem Kurs? Was machst du denn hier? Du kommst mal zur Uni? Was machst du denn hier? Er drehte sich sofort um. Siehst du, ich hab dir doch gesagt, dass mich hier niemand im Kurs will. Setz dich, habe ich gesagt. Amber? Sie setzten sich beide neben mich. Amber auf die eine und Nathaniel auf die andere Seite. Amber lächelte und sah gut aus. Sie schien sich seit Castiels Konzert wieder erholt zu haben. Oh, ich sehe ein paar neue Gesichter. Also nur zur Erinnerung, ich ziehe jede Woche einen Zettel aus unserer Box mit ihren Themenvorschlägen und dann reden wir im Kurs über dieses Thema. Und wenn Sie später den Raum verlassen, vergessen Sie nicht, einen Zettel mit einem Thema in die Kiste zu werfen. So läuft das jetzt also an der Uni? Die Studenten entscheiden, was sie machen wollen? Na, dann verpasse ich ja nicht wirklich was. Er hatte ziemlich laut gesprochen und einige Studenten drehten sich um, um zu sehen, woher die Stimme kam. Oh, bitte sei leise. Also, unser heutiges Thema lautet, wie benutzt man ein Kondom? Really? Nicht im Ernst? Ein paar Studenten lachten. What the fuck? Leute, ihr seid an der Uni. Da weiß man doch mittlerweile, wie das geht. Ich habe das in der 4. Klasse gelernt. Und in der 7. Ich hatte 2-mal dieses Thema. Warum müsst ihr das unbedingt an der Uni nochmal... What? Oh, what the fuck? Na gut, das verspricht eine sehr lustige Stunde zu werden, besonders mit Nathaniel, der dann auch mit im Kurs sitzt. Und dem Thema, wie benutzt man ein Kondom? Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze hier entwickeln wird. Ich bedanke mich also an dieser Stelle fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und dann sehen wir uns morgen früh um 10 wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Sweet Amores und Sexualkunde in der Uni. Alter, ich fasse es nicht. Insofern, Schnitzelmama over and out.